Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten bei Allgäu TV. Wir haben heute diese Themen für Sie. Asyl in der Rettungswache. BRK Obergünzburg nimmt Flüchtlinge auf. Kaspar, Melchior und Balthasar, die Sternsinger, sind unterwegs im Allgäu. Und Versprecher, Lacher und Pannen. Lurgemoll-Moderatoren blicken auf ihre Sendungen zurück. In diesen Tagen sind sie wieder unterwegs, die Sternsinger. Jedes Jahr sammeln Kinder für Kinder unter dem Motto Segen bringen, Segen sein. Letztes Jahr kamen im Bistum Augsburg auf diese Weise mehr als 3 Millionen Euro zusammen. Startschuss für die 58. Sternsinger-Aktion war gestern in Friedberg. In diesem Jahr steht Bolivien im Mittelpunkt der Aktion. Kaspar, Melchior und Balthasar. Und das gleich in mehrfacher Ausführung. Rund 400 Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Bistum Augsburg waren in die Friedberger Stadthalle gekommen. Es ist Tradition, den Auftakt der Sternsinger-Aktion gemeinsam zu feiern. In diesem Jahr drehte sich alles um das Beispielland Bolivien und das Thema Respekt. Spielerisch wurden die Sternsinger an das Motto herangeführt: Respekt für dich, für mich, für andere in Bolivien und weltweit. Respekt ist eine Grundhaltung für das Leben, dass Leben gelingen kann. Ohne Respekt gibt es keinen Frieden und ohne Frieden ist alles nicht möglich, was wir erleben können in einer friedlichen Zeit, auch wenn wir schon merken, es ist nicht alles so friedlich, aber deswegen ist umso wichtiger, Respekt mit den Kindern zu besprechen. Schon optisch war die große Schar der Heiligen Drei Könige ein Hingucker. Auf ihrem Weg von der Stadthalle zur Friedberger St. Jakobuskirche ging es den Sternsingern aber auch darum, ihre Botschaft nach draußen zu den Menschen zu tragen. Nicht nur an diesem, sondern auch in den kommenden Tagen rund um Heilige Drei Könige. Die Sternsinger-Aktion ist weltweit die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Die Sternsinger-Aktion ist eine ideale Möglichkeit, für Kinder zu helfen, wo Hilfe notwendig ist. Und die Bereitschaft dafür ist ungebrochen groß. Wie ein roter Faden zog sich das Thema Respekt durch die Auftaktveranstaltung, auch beim anschließenden Gottesdienst. Doch was bedeutet das eigentlich, respektvoll miteinander umgehen? Dieser Frage gingen die Kinder und Jugendlichen in einem Theaterstück auf den Grund. Dass Respekt haben auch etwas mit Mitgefühl, Solidarität und Hilfsbereitschaft zu tun hat, das wissen die Sternsinger. Am Sternsingersein ist das Tolle, dass man den Leuten einfach eine Freude macht, wenn man ihnen den Segen ins Haus bringt und das dann auch an die Tür schreibt. Und macht einfach auch Spaß, weil Freunde dabei sind in der Gruppe. Für mich ist am schönsten, damit die Leute von uns Segen bekommen. Ich mag halt die Menschen ganz gerne und dann mache ich für die armen Menschen eine Spende. Segen kann nur der bringen, der Segen empfangen hat. Und so wurden am Ende des Gottesdienstes die Sternsinger und ihre Gaben gesegnet, bevor sie dann hinauszogen, getreu dem Motto der Sternsinger-Aktion: Segen bringen, Segen sein. Nicht immer ist eine Abkürzung querfeldein eine gute Idee. Vor allem, wenn man dabei nicht per Pedes, sondern mit dem Rad oder mit dem Roller unterwegs ist. Diese Erfahrung hat gestern auch ein 16-Jähriger bei Pfaffenhausen machen müssen, der mit seinem Motorroller beim Querfeldeinfahren einen Bachlauf übersehen hat. Glücklicherweise hatte sich der junge Mann beim Sturz in den Bach nur leicht verletzt und konnte selbst Rettung herbeiholen. Weitere Meldungen aus dem Allgäu gibt es gleich in unseren Kurznachrichten. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Sportschindele in Ronsberg. Ihr Spezialist für Ski, Bike und Outdoor im Allgäu. Jetzt noch mehr Auswahl auf über 2800 Quadratmetern. Sportschindele, mit die größte Auswahl im Allgäu. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de.
Bei der AOK Bayern ist Ihre Gesundheit in besten Händen. Von Vorsorge bis Versorgung, von Studium bis Rente, von Kind bis Senior. Für jedes Thema stehen die Experten der Gesundheitskasse zur Seite. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem privaten Regionalfernsehen. Und das sind die Meldungen vom 30. Dezember. Die Polizei hat heute 13 Wohnungen im Raum Immenstadt und Sonthofen durchsucht. Bei der Aktion am frühen Morgen wurden kleinere Mengen Marihuana, Haschisch und Ecstasy sichergestellt. Die Polizei ermittelt gegen insgesamt 12 Beschuldigte im Alter von 16 bis 22 Jahren, die der Rauschgiftszene angehören. Die Razzia war Teil eines mehrmonatigen Ermittlungsverfahrens. Ab dem 11. Januar bietet das Bayerische Rote Kreuz 10 jungen Asylbewerbern eine Unterkunft in Obergünzburg. Bereits im Sommer war der Landkreis Ostallgäu auf der Suche nach einer passenden Unterkunft. Mit 2 Wohnungen über der örtlichen Rettungswache wurde nun ein geeignetes Objekt gefunden. Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge werden dort von einem Team von Sozialpädagogen, Psychologen und Kinderpflegern betreut. Aber es werden noch weitere Helfer im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes gesucht. Bei Interesse oder für mehr Informationen steht Ihnen die Personalabteilung des BRK Ostallgäu zur Verfügung. Der Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim hat gestern ganz Marktoberdorf erschüttert. Die Polizei ermittelt und sucht noch nach Hinweisen auf die Täter. Um ein Zeichen zu setzen, kündigte die Stadt an, einen Sternenmarsch des Friedens zu organisieren. Hierbei sollen sich muslimische, katholische und evangelische Gläubige versammeln und gemeinsam zu den Asylbewerberunterkünften marschieren. Der Friedensmarsch ist noch vor dem 6. Januar geplant. Ein genaues Datum wird noch bekannt gegeben. Soweit die Meldungen und jetzt werfen wir einen Blick auf das Wetter zum Jahreswechsel. Heute Nacht ist das Wetter zweigeteilt. In der Südhälfte ist der Sternenhimmel gut zu sehen. Im Norden dagegen kommen einige Wolkenschleier zum Vorschein. Die Temperaturen sinken auf plus 3 bis minus 4 Grad. Morgen wird es in der ersten Tageshälfte grau und bedeckt. Der Niederschlag bleibt aber vorerst aus. Die Werte liegen bei plus 4 bis plus 7 Grad. Im Laufe des Tages ist der Regen dann nicht mehr aufzuhalten. Im Unterallgäu fällt er zumindest noch etwas leichter aus als im restlichen Allgäu. Schnee ist aber aufgrund der zu warmen Temperaturen morgen immer noch nicht zu erwarten. In den Allgäuer Skigebieten schneit es morgen endlich einmal wieder. Die besten Bedingungen finden Wintersportler auf dem Nebelhorn und in Bolsterlang. Dort liegen bereits immerhin 30 cm Schnee. Auf den Bergen liegen die Durchschnittstemperaturen bei 2 bis 5 Grad. In den nächsten Tagen kommt auch endlich der Schnee zu uns. Am Samstag und Sonntag wird mittlerer Schneefall vorhergesagt. Am Sonntag sogar zusammen mit einigen Sonnenstrahlen. Die Höchstwerte liegen dabei jeweils bei 3 Grad. Halsbrecherische Wakeboard-Stunts, todesmutige Fahrten mit einem 1000 PS-Auto oder Gesangsunterricht für ein Kamel. Unsere Lurgermoll-Moderatoren Marte und Thompson haben schon einiges erlebt. Allerdings lief in den letzten Folgen auch nicht immer alles nach Plan. Versprecher und Pannen waren an den Drehtagen keine Seltenheit. Gut, dass unser Kameramann auch in solchen Fällen immer draufgehalten hat. In der aktuellen Lurgermoll-Sendung blicken wir auf die lustigsten Situationen des vergangenen Jahres zurück. Und einen kleinen Vorgeschmack, den gibt es jetzt schon. Übrigens, wir haben noch ein Dialekträtsel für alle Zugezogene und für alle Allgäuer natürlich. Und der Martha, der stellt jetzt eine ganz freche Frage. Das müssen wir gleich nochmal machen. Ganz erfreulich. Habe ich noch Tränen im Gesicht? Hat er gleich blärt, oder wie? Da schaust du an. Ach, übrigens, wir haben. Jetzt warte mal. Gibt's halt, hey.
Ja, da haben wir schon ein paar Anläufe gebracht. Verreist schon davor. Also der Hirnpfurz, hast du kennst das? Was, ein Hirnpfurz? Ein Pfurz? Ein Hirnpfurz. Am besten ist es die Hundeschwimmtechnik. Bloß weil du die Druck. Das war ja. Ich war krank! Ich war krank! Was hast du für ein Problem? Was? Ja, keine Unterhose. Grüß dir. Nee. Das gibt's nicht! Unterhose! Das Beste war ja, dass in der Spritzpistole, da war ja kein normales Wasser. Ja klar, sondern da hat ja unser netter Freund, der Jonas. Der Kameramann, muss man dazu sagen, ja. Jonas. Der hat das Ding ja da reingedunkt, wo die andere ihre ganze Würste verseuchte Neoprenanzüge rein und... Plus Desinfektionsmittel. Ja. Ich muss das Zeug nehmen. Du machst alles erst, Thomas. Ja. Was ist denn mit dir? Die Luke hält. Ja, das ist schon ein paar Tage her, aber ich bin auf jeden Fall schon mal drauf gestanden. Das kann man schon so sagen. Gell? Wie waren denn so die ersten Starts, Willis? Heute oder? Ja, weißt du, wenn sie so lachen, ja, was soll ich machen? Wenn er so. Bei mir läuft's. Gut. Warum hast du dich denn eigentlich entschlossen, nochmal herzukommen? Weil mein Auto bei euch am Sender steht. Das war ja kurz nachdem du deinen Flügel verrenkt hast. Da warst du ja auf. Also da warst du ja wirklich. Da war ich auf Schmerzmittel. Quasi auf Schmerzmittel, ja. Die haben ja gemeint, das ist so wie wenn du eine Flasche Wein trinkst, oder? Ja, und ich hab's ja doppelt gekriegt. Bei dir waren es 2 Flaschen. Liebe Freunde da draußen, die Message geht an euch. Mir geht's wieder gut. Was ist denn das? Das weiß ich gar nicht mehr, gell? So warst du auf Schmerzmittel, hey. Lurke mal sehen Sie heute Abend um 19.45 Uhr, 20.45 Uhr und 22.30 Uhr. Die Sendung wird dann regelmäßig im Programm wiederholt. Außerdem finden Sie den Beitrag auf unserer Homepage www.allgäu-tv.de. Und wir sind gleich wieder zurück mit einem weiteren Allgäu-TV-Jahresrückblick. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Sind anders als ihr denkt. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. Die
Ihr neuer Arnold-Jahreskatalog bietet über 500 Reiseideen. Gerne senden wir Ihnen Ihr ganz persönliches Exemplar. Rufen Sie uns an. Arnold Reisen in Dietmannsried. Telefon 08374 58 300. Auf 400 Quadratmetern bietet Ihnen der Schäferladen Allgäuer und ökologische Naturprodukte. Lassen Sie sich begeistern und inspirieren von diesem ungewöhnlichen Angebot. Vom größten Naturtextilvollsortiment Süddeutschlands und den vielen Woll-, Walk- und Fellprodukten, den handgemachten Wollteppichen und dem Naturmatratzenangebot. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Morgen ist es soweit. Da wird mit Sicherheit auch am Himmel über dem Allgäu bunt und farbenfroh das alte Jahr verabschiedet und 2016 begrüßt. Aus diesem Anlass schauen wir auch heute nochmal zurück. Und zwar hat heute mein Kollege Fabian Licher seine aufregendsten und spannendsten Themen des Jahres für Sie noch einmal aufbereitet. Der Kollege, der hier gerade die Kamera für einen Dreh bereit macht, ist der Kollege Fabian Licher, Reporter bei uns, auch viel mit in den Landkreisen unterwegs, in unseren Landkreismagazinen. Fabian, was war denn für dich das Thema 2015? Ja, so ein ganz großes Thema, an das ich mich wirklich lange erinnern werde, ist die Schlammlawine in Oberstdorf. Ich weiß das noch ganz genau. Ich war im Urlaub gewesen und saß an diesem Sonntag, den 14. Juni, tatsächlich den ganzen Abend im Flugzeug und habe spanische Zeitung gelesen und weiter nichts mitbekommen. Stieg dann aus dem Flugzeug in Deutschland und auf dem Rückweg vom Flughafen las ich dann die ersten Meldungen aus Oberstdorf und konnte mir in dem Moment noch gar nicht vorstellen, was mich da erwarten würde am nächsten Tag und in der nächsten Woche. Und tatsächlich war es dann so, dass ich in dieser Woche eigentlich jeden Tag in Oberstdorf war und über die Folgen berichtet habe. Einen dieser Berichte gucken wir uns jetzt einfach mal an. Schlamm, der in Massen durch den Ortsteil Dummelsmoos schießt. Die dramatischen Bilder vom Sonntag wird man in Oberstdorf so schnell nicht vergessen. Mit dem Ende der Aufräumarbeiten kommt jetzt die Frage auf, wie konnte das passieren? Also erste Voraussetzung ist einfach, dass es sehr, sehr viel regnet. Und am Sonntag in Oberstdorf war ein ganz extremes Ereignis. Wir werten gerade noch alle Daten aus, dass man es einordnen kann und auch wie selten. Aber ich glaube, also die ersten Ergebnisse zeigen es, dass es ein Ereignis war, das eigentlich nur alle 100 Jahre mal kommen oder kommt. Und das begrenzt auf ein sehr, sehr kleines Gebiet. Und mit diesem vielen Wasser, mit diesem vielen Regen wird dann durch Erde abgeschwemmt und die vermischt sich dann mit dem Wasser und dann kann eine Mure entstehen. Das vor dem Bau umstrittene Wasserkraftwerk am Faltenbach habe nicht zur Verschlimmerung beigetragen, meint Schindele. Das sieht auch Michael Finger vom Bund Naturschutz so. Er gibt aber zu bedenken. Natürlich ist das Skigebiet oben, sind große Freiflächen und da ist natürlich wenig Bergweite in bestimmten Bereichen vorhanden, dass das Wasser eventuell im großen Stil zusammengelaufen ist und dann Richtung Tal gelaufen ist, lässt sich nicht unbedingt immer von der Hand weisen. Die Böden sind dort oben sehr gut gedichtet und planiert. Also ich will jetzt nicht dem Skigebiet eine Schuld geben, dass irgendjemand Schuld hat an der Wassermassen. Es war schon ein sehr starkes Regenereignis, aber das Skigebiet kann schon bestimmte Wassermengen provoziert haben. Am Eingang zum Faltenbach-Tobel treffen wir auf Wolfgang Ferstl. Der Wetterbeobachter des Deutschen Wetterdienstes wohnt gleich unterhalb der Skisprung-Arena im Faltenbachviertel. Sein Haus blieb trocken, aber Ferstl sagt, das war reiner Zufall. Es hätte leicht anders kommen können. Wenn dieses Niederschlagsgebiet, das über dem Rubihorn gewesen ist, wenn das weiter Richtung Nebelhorn-Bergstation gewandert wäre, also mitten in dieses Tal oberhalb des Faltenbachs, dann wäre dieser ganze Niederschlag bei uns runterkommen und nicht die Hälfte zum Dummeles Moos, die dort dann ja zu den großen Verwüstungen geführt hat. In diesem Fall, so Ferstl, hätte der Faltenbach mit dem zusätzlichen Wasser Stadion und Wohnviertel überschwemmt. Gefährlich seien außerdem mögliche Verstopfungen durch Baumstämme, die das Wasser mitreißen könnte. Schon seit einem Erdrutsch vor 5 Jahren beim Bau der Straße für das Wasserkraftwerk fordert Ferstl daher: Hier an dieser Stelle sollte man einen Holzrechen einbauen, damit das angeschwemmte Holz vom Tobel oben hier aufgehalten wird.
und von einem Bagger rausgeholt werden kann. Ob das wirklich funktionieren kann oder vielleicht sogar kontraproduktiv wäre, darüber müssen am Ende die Fachleute vom Wasserwirtschaftsamt entscheiden. Von den Experten fordert Ferstl außerdem, die Durchführung des Faltenbachs unter der Tribüne der Skisprung-Arena zu ändern. Hier könne sich nach seiner Meinung Wasser stauen und dann durch das Stadion in die Wohnsiedlung fließen. Und deshalb fordere ich, dass entweder die Böschung auf der drüberen Seite erhöht wird oder, was natürlich auch möglich wäre, die Straße abzusenken, damit das Wasser über die Straße geradeaus runterlaufen kann und dann nach dem Tunnel wieder in den Faltenbach reinlaufen kann. Im Wasserwirtschaftsamt ist man zwar der Meinung, dass die bisherigen Maßnahmen am Faltenbach ganz gut gewirkt haben, absolute Sicherheit könne es ohnehin nie geben. Trotzdem will Karl Schindele jetzt prüfen, was noch zur Verbesserung des Schutzes getan werden könnte. Im Bereich Oberstauf werden wir uns jetzt auch mit der Gemeinde zusammen alle Bereiche nochmal anschauen. Auch schauen, was liegt denn noch an mobilisierbarem Kies und Geröll sozusagen in diesen Hängen drin. Was kann man da noch dagegen machen? Ja, und dann, was natürlich immer gut wäre, wenn man Bäche, die verrohrt sind, die eng eingebaut sind, wenn man die wieder öffnen könnte. Schon nächste Woche soll sich ein Geologe gemeinsam mit dem Wasserwirtschaftsamt ein Bild von der Lage machen. Eine klare Konsequenz fürs Dummelsmoos zeichnet sich derweil schon ab. Bürgermeister Laurent Mies sagt über die dortigen Bachläufe: An den Stellen muss etwas passieren und das haben wir uns angeschaut. Wir werden dort auch einen Antrag stellen, dass also auch hier eine Wildwasserverbauung, dann eine Wildbachverbauung, dann eben entsteht, dass die Unterhaltungslast eine andere sein wird, dass wir dort uns intensiver um diese Bereiche kümmern müssen. Also Sie haben völlig recht, also da wird man das eine oder andere, was wir geplant haben, überprüfen oder das eine oder andere, was man so noch nicht im Fokus hat, jetzt denke ich auch weiter ausbauen müssen. Da sind wir dran, da sind die ersten Gespräche, die ersten Termine haben stattgefunden dazu. Alle sehen diese Verantwortung, da werden wir weitermachen. Damit Oberstdorf solche Bilder nicht wieder sehen muss, liegt viel Arbeit vor den Experten und der Politik. Mit schnellen Lösungen ist deswegen sicher nicht zu rechnen. Ja, wir haben ja über eine Woche lang über die Schlammlawine in Oberstdorf berichtet und auch ein Magazin aus dem Oberallgäu und Kempten darüber gemacht. Fabian, was hat dich denn besonders an diesem Thema Schlammlawine bewegt? Ja, also besonders bewegend war auf jeden Fall der Dreh direkt nachher bei den Betroffenen vor Ort im Dummelsmoos, wo wirklich die Menschen alle zusammengehalten haben in dieser Nachbarschaft und gemeinsam diese wirklich verheerenden Folgen irgendwie versucht haben zu beseitigen. Selbst die Asylbewerber aus dem Ort sind angerückt und haben mitgeholfen, diese Schlammmassen wegzuschieben. Das war schon stark, das zu sehen. Jetzt ist die Schlammlawine eher ein negatives Thema. 2015, gibt es für dich auch ein positives? Ja, also definitiv ein positives Highlight war die Jet-WM in Leutkirch dieses Jahr, wo also Menschen Modellflugzeuge bauen, wirklich riesengroße Dinger, die 300 km/h schnell fliegen und machen dann Kunstflug damit. Das war absolut beeindruckend. Gucken wir uns mal an, was das genau ist. Die Bezeichnung von dem Flieger ist eine Hawk, kommt von BAE, das ist British Aerospace. Also es ist ein Nachbau von einem englischen Original. Das Original ist gebaut worden, oder der Erstflug war irgendwann Anfang der 70er Jahre. Und das Original wird auch heutzutage noch teilweise bei verschiedenen Luftwaffen eingesetzt. Und das ist eben die Modelltype, die ich mir ausgesucht habe hier für die WM. Mein Name ist Thomas Höchstmann, bin 38 Jahre alt. Ich komme aus Pfaffenhofen, das ist im Landkreis Neu-Ulm. Von hier, von Leutkirch, wo jetzt die Jet-Weltmeisterschaft stattfindet, ungefähr 65 Kilometer entfernt. Derzeit, wo ich auf die Welt gekommen bin, hat mein Vater das als Hobby schon betrieben. Und dann wächst man da dann so nach und nach einfach mit rein. Wenn man mal irgendwie davon infiziert ist und wirklich Spaß dran findet, dann kommt man einfach nicht mehr davon los. Sind eigentlich so die Kombinationen, zum einen zum Bauen, konstruieren, irgendwelche neuen Sachen ausprobieren, wo man dann sagt, das Handwerkliche kommt dazu, die technische Seite kommt dazu und dann später eben auf dem Flugfeld ausprobieren, ob alles so funktioniert, wie man sich das ursprünglich mal ausgedacht hatte. Das Wichtigste ist eigentlich, man sollte das Modell
ähnlich oder so gut wie möglich vorfliegen, wie das Original auch geflogen ist, also von der Großräumigkeit oder ob man eher kompakt seinen Flugstil wählt, auch von der Geschwindigkeit und vom Flugprogramm an sich. Es gibt, klar, jeder Pilot hat seinen Start und seine Landung und da dazwischen muss er sich 6 Flugfiguren auswählen, passend zu seinen Flugfähigkeiten und passend zu seinem ausgewählten Modelltyp, wo er eben einsetzt. Und es gibt 6 Figurengruppen und aus jeder Gruppe sucht man sich dann seine favorisierte Figur dann eben aus. Auf dem Blatt Papier gibt es eine theoretisch ideale Figur, die, wenn sie genauso geflogen wird, 10 Punkte gibt. Vor der Figur hat man erstmal die 10 und dann fangen die an, nach und nach je Fehler abzuziehen. Und wichtig ist eben die Geometrie der Figur, dass sie eben so passt, wie es laut Regelwerk drinsteht und auch die Höhe und die Entfernung zu den Punktrichtern. Wir haben hier eine Baubewertung und eine Flugbewertung. Beides zählt im Verhältnis etwa 1:1. Und bei der Baubewertung wird eben gewertet, wie gut passt das Modell zum Original. Das heißt, die Baupunktrichter, die kriegen den Flieger dann auf den Tisch gestellt. Und die haben dann eine gewisse Zeit den Flieger samt einer Dokumentation auf dem Tisch und die Möglichkeit, dann da eben zum Gucken, wo sie irgendwelche Fehler finden. Das heißt, da wird dann geschaut, die Geometrie von allen 6 Seiten, also von vorne, von oben, hinten, links, rechts und unten. Und dann zum Schluss auch die Lackierung, ob alle Schrauben, Antennen an der richtigen Stelle sitzen, ob das Fahrwerk an der richtigen Stelle sitzt oder der richtige Winkel hat, wenn man von vorne oder von der Seite schaut. Und zum Schluss gehen die dann wirklich an den Flieger auch ran und gucken das aus der Nähe an, wie es eben ausschaut. Und wenn man zum Beispiel vom Original ein Foto zeigt, wo das Original zum Beispiel eine Dalle oder einen Kratzer hat, dann muss man das am Modell eben auch so eine Beschädigung nachbilden. Bei den Modellen hier für so eine Weltmeisterschaft, da redet man mal ganz schnell mal von Summen irgendwo so einen kleinen bis Mittelklassewagen. Also da geht es dann schon in den 5-stelligen Bereich. Man könnte weiter wegfliegen von der Funkstrecke, als man das Modell überhaupt noch sieht. Das heißt, man muss dann wirklich, wenn man an der Sichtgrenze ist, spätestens umdrehen, aber die Funkverbindung geht so weit. Von der Flugzeit hat man ungefähr 8-9 Minuten, dann sind 4,5 bis 5 Liter Kerosin verflogen, dann ist der Tank leer und Geschwindigkeiten bewegen sich irgendwo vielleicht Richtung 250-270 km/h. Ich habe auf dem Flieger bis zur WM, waren es jetzt glaube 20 oder 21 Flüge, wo man eben dann sein Setup einstellt, vom Schwerpunkt, von den Ausschlägen her, vom Steuergefühl am Sender kann man dann eben das Ding eben auf seine Bedürfnisse anpassen. Das war also im Wesentlichen mein Training. Also die Konkurrenz ist in den letzten Jahren schon ziemlich stark geworden, gerade aus den Ländern wie Schweiz, Italien, Russland. Es gibt ja nicht nur eine Einzelwertung, sondern auch eine Mannschaftswertung. Also es gibt zum Schluss einen Mannschaftsweltmeister, Vize-Mannschaftsweltmeister. Und das sind eigentlich so die Italiener, die Russen und die Schweizer vermutlich unsere Hauptkonkurrenten. Bei uns im Team, sage ich mal, ist wahrscheinlich schon so jeder die Vorgabe, den Mannschaftsweltmeistertitel, den wir in der Schweiz 2013 erreicht haben, den wollen wir eigentlich schon verteidigen. Und da schaut es eigentlich auch gar nicht so schlecht aus bis jetzt, wobei es kann natürlich noch viel passieren bis zum Ende. Und in der Einzelwertung muss man eigentlich immer abwarten, bis man mal seine Punkte von der Baubewertung hat. Und dann sieht man, wohin die Reise dann geht. Ja, diese Flugzeuge sind ja deutlich größer als Modellflugzeuge. Hast du da auch mal Lust gehabt, vielleicht selber mitzufliegen? Ja, das wäre natürlich toll gewesen. Aber das geht natürlich nicht in dem Moment. Danke für deine Eindrücke. Viel Spaß jetzt gleich auf Dreh und ich gebe zurück ins Studio. Das waren die Nachrichten bei Allgäu TV. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Dann mit dem bekanntesten Buchautor für Kleinkinderbücher aus dem Allgäu.